Ich begrüße euch zur allerersten Folge des Fatal 5-Way Podcasts. Eigentlich ja die nullte Folge, wenn man im Podcast-Jargon bleiben will, denn ja, inhaltlich wird es nicht um das gehen, um das es in dem Podcast gehen soll. Wir wollen uns einfach nur mal vorstellen, wollen euch erzählen, um was es gehen soll. Und ich fange da, glaube ich, auch direkt mal mit an. Ich bin Daniel, bin 34 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Siegerland mitten im NRW und habe mir 4 weitere Jungs in die Seite gestellt, die thematisch genauso tief drin sind wie ich. Und ja, dann übergebe ich doch jetzt einfach mal an den Hergi, der euch auch mal erzählen kann, wer er so ist und warum er hier ist. Hau rein! Ja, einen schönen guten Tag, würde ich sagen, jetzt erstmal. Ich bin der Christoph, beziehungsweise eigentlich nennt man mich nur noch Hergi, selten wenn mich mal meinem normalen Namen nennt. Bin 29, in knapp 2 Monaten 30, komme aus dem Raum Limburg-Weilburg im schönen Hessenland, mitten in Deutschland. Ja, warum bin ich hier? Ich wurde gezwungen. Nee, Quatsch. Ich interessiere mich einfach wie die 4 anderen hier für Wrestling, gucke es. Na, nicht, bis jetzt nicht ganz regelmäßig und nicht mehr regelmäßig, was ich aber denke ich jetzt wieder ändern werde. Wird spiele regelmäßig WWE 2K19 auf der PS4, wie die anderen auch. Und ja, wir werden halt hier hauptsächlich über SmackDown und Raw reden. Und ich gebe jetzt weiter an den guten Lukas. Ja, also auch erstmal hallo von meiner Seite. Mein Name ist der Lukas. Ich komme aus München und werde dieses Jahr jetzt schon 20. Warum ich hier bin, ist auch ganz einfach. Der Daniel hat mich gefragt, ob ich mitmachen möchte, weil ich ziemlich gut in Wrestling drin bin, schaue das Ganze seit 2012 schon und ja, bin vielleicht ein bisschen weiter vom Wrestling her, wie Daniel das macht, weil ich auch andere Shows wie NXT schaue, beziehungsweise Daniel auch, aber Helge zum Beispiel nicht so flüssig und sonst, was kann ich noch so sagen, wir werden nicht nur bei WWE bleiben, sondern werden auch zu All Elite Wrestling gehen, weil uns das eigentlich ziemlich gut interessiert und ich denke, das könnte eigentlich eine gute Sache werden und deswegen übergebe ich mal an Marcel. Danke, Lukas. Also, hallo erstmal auch von meiner Seite aus. Ich bin der Marcel. Ich bin 21 Jahre alt und werde bald 22. Ich gucke mittlerweile auch seit mindestens 10 Jahren Wrestling. Ich interessiere mich nicht nur für die WWE, aber hauptsächlich halt, weil der WWE der Marktführer ist. Ich gucke Raw und SmackDown, NXT, wenn es geht, auch noch NXT UK und halt auch die ganzen Pay-Per-Views und sonst halt All Elite Wrestling interessiert mich, was da alles so abgehen wird und auch andere Indie-Promotions noch. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommen wird, was wir hier machen. Ja, und dann gebe ich mal ab an den Michi. Ja, danke Marcel. Also ich sage auch erstmal hallo, bin der Michael, 23 Jahre. Warum ich hier bin, Daniel hat mich auch gefragt, ob ich mitmachen möchte. Also Wrestling, also WWE schaue ich schon seit circa 2007. Die Pay-Per-Views, allgemein das Network habe ich erst seit letztes Jahr Mai. Schaue auch hin und wieder die NXT Takeovers, UK jetzt halt dann erst zum ersten Mal. Ja, ich bin auch gespannt, wie es ankommen wird. Dann gebe ich nochmal an den guten Daniel. Danke. Ja, also ihr merkt schon, es geht sehr stark in die Wrestling-Richtung und eigentlich war unser Plan wirklich uns fest an den Produkten der WWE entlang zu hangeln, aber ja, dann kam die Familie Khan um die Ecke und sagte, wir haben Bock, was Eigenes zu machen und schmiss uns vor ein paar Wochen All Elite Wrestling vor die Füße. Und wir haben alle gedacht, okay, das könnte interessant werden. Und wer die Pressekonferenz gesehen hat, weiß auch warum. Und daraufhin habe ich dann spontan beschlossen, dass wir uns doch ein bisschen von den WWE-Produkten auch loslösen und auch über den Tellerrand gucken werden. Und ja, wir werden uns also speziell mit den Wochenshows befassen. Wir werden Reviews in Form dieses Podcasts machen. Ihr kriegt also unsere ungefilterte, ehrliche, aber auch neutrale Meinung über die Shows. Ihr bekommt Reviews über die Pay-Per-Views, denn der Plan ist eigentlich, die Wochenshow-Reviews jeden Sonntag um 15 Uhr zu veröffentlichen. Das ist bei den Pay-Per-Views natürlich nicht so einfach zu machen, da die ja meistens sowieso erst am Sonntag ausgestrahlt werden. Und ihr wisst selber, mit mehreren Leuten immer einen Termin zu finden, ist nicht ganz so einfach. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass auf jeden Fall jeden Sonntag eine Folge zu den Wochenshows kommt. Dann werden wir in kleinen Rahmen über Gerüchte sprechen, die so im Umlauf sind, was wir davon halten, ob wir glauben, dass das umgesetzt wird oder nicht. Also das werdet ihr auch so ein bisschen kriegen. Wir werden das Ganze auch auf einer speziellen Blogseite in Schriftform festhalten. Alle Infos dazu bekommt ihr dann ab der nächsten Folge auch noch. Und
Und ja, ich bin mal gespannt, wo wir tatsächlich anfangen. Wir sind uns noch nicht so ganz einig, ob wir schon ein Review zu dem heute Abend ausgestrahlten NXT UK machen. Jetzt wisst ihr, wann wir den Podcast aufnehmen. Aber es macht ja nichts. Also da streiten sich noch ein bisschen die Geister. Aber wir haben gesagt, wir gucken uns das an und entscheiden das dann spontan danach. Nochmal, wie gesagt, Pay-Per-Views kommen definitiv zu einem anderen Tag als angegeben auf der Podcast-Seite, weil das ist einfach nicht umsetzbar. Da werden spontane Termine gesucht, aber ihr werdet es auf jeden Fall bekommen. Und ja, ihr dürft gerne auch mit uns diskutieren, das ist mir ganz wichtig. Das ist mir eben noch so durch den Kopf gegangen, deswegen habe ich das mit der Blogseite noch eingerichtet, dass wir über die Kommentarfunktion gerne auch über die Shows diskutieren können. Natürlich auf einem sehr sachlichen Bereich, bitte. Und ihr werdet auch all unsere Antworten bekommen. Wir werden uns von den Blog-Einträgen möglichst abwechseln, dass ihr auch unsere unterschiedlichen Meinungen und Stile mal zu lesen bekommt. Von daher bin ich gespannt, wo dieses absolut völlig frei und völlig aus dem Nichts entstandene Hobbyprojekt hinführt. Ich habe heute Morgen noch spaßeshalber gesagt, eigentlich kann man uns echt so ein bisschen wie das A-Team bezeichnen. So der Herr geht als der Mann fürs Grobe, also quasi BA. Dann haben wir den Marcel, wo ich nicht so ganz sicher bin, ob er mehr so der Murdoch ist oder einfach nur der Mann für die Daten. Bei Michi ist es definitiv so, der sammelt alles, was er kriegen kann in Informationen. Und bei Marcel ist es nämlich dann so, ja, nee, da habe ich schon wieder was anderes gehört. Das heißt, wenn ich Infos will, dann muss ich immer beide hören. Das ist ganz lustig, das werdet ihr auch merken. Meine Wenigkeit ist immer die völlig bescheuerten Ideen hat. Und die armen Kerle neben und unter mir müssen das einfach mit mir tragen und ertragen. Das ist ein bisschen doof für die, aber wenn sowas dabei rauskommt, kann ich da ganz gut mit leben. Habe ich noch irgendwas vergessen? Abgesehen davon, dass man dich auch den Chairman nennt, nicht? Ach ja, genau, die Nummer mit dem Chairman, das sollte ich vielleicht erklären, wenn ihr das lest auf der Podcast oder auch auf der Blogseite. Man nennt mich den Chairman, weil ich selber tatsächlich im Rollstuhl sitze, von Geburt an, aber ich kann da super gut mit leben, also deswegen musste dieser Running Gag einfach überall eingebaut werden. Aber ich habe tatsächlich noch was vergessen. Alles, was wir hier bequatschen, sind persönliche Meinungen. Ihr dürft gerne andere Meinungen haben. Wichtig ist auch, dass wir alles unter dem Aspekt betrachten, dass das ein Hobbyprojekt ist. Wir verdienen nichts hier dran. Wir möchten nichts dran verdienen. Alle Sachen, die wir hier besprechen, bleiben auch rechtlich betrachtet in Händen der Produkte, die wir besprechen. Das heißt also, Namensrecht, Bildrecht etc. bleibt immer bei der WWE oder auch bei All Elite Wrestling dann. Ja, und ansonsten fällt mir persönlich jetzt so nichts mehr ein. Wenn ihr noch irgendwas habt, dürft ihr euch gerne melden. So ein bisschen Schulprinzip. Ich habe den Ball in der Hand. Der will, kriegt ihn jetzt zugeschmissen. Ja, also ich denke mal, niemand hat was raus. Ja, war, ich finde, du hast das jetzt alles gut gesagt und eigentlich auch alles gesagt. Ihr dürft uns gerne in den Kommentaren mitteilen, ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, was euch themenmäßig auch interessiert. Vielleicht können wir uns da auch einfach spezifischer ein bisschen drauf stürzen. Wenn ihr sagt, hört mal, ich habe das und das gehört, macht euch doch mal schlau, informiert euch doch mal und informiert uns dann, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Macht uns die Arbeit ein bisschen leichter, weil wir gezielter auf eure Wünsche eingehen können. Und ja, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich sage nochmal, denkt dran, das hier ist absolut ein reines Hobbyprojekt. Ihr müsst nichts dafür bezahlen. Ihr dürft das gerne teilen. Ihr dürft das verbreiten, wie auch immer. Ihr solltet nur immer dabei erwähnen, dass das eben von uns ist. Also wenn ihr es verbreitet, halt unseren Namen mit erwähnen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Rest Samstag. Ja, den wünsche ich euch auch. Wünsche euch dann viel Spaß beim Anhören unserer nächsten Folgen. Wir sind auch gespannt, wie es wird. Machen das Ganze auch so ziemlich zum ersten Mal. Manche von uns, Daniel, mich und ich, haben zwar schon Erfahrung mit YouTube und Twitch, aber ein Podcast ist dann noch was anderes. Ja, wie gesagt, viel Spaß. Schönen Rest Samstag noch. Vielleicht schönen Abend. Viel Spaß bei NXT UK. Schönes Wochenende noch.